Yo Leute, wir sind zurück. Die Haare sind länger, der Bart ist grauer und wir präsentieren euch heute den ersten Teil unserer Reise nach Zypern. Ein Geburtstagsgeschenk für die Dani, das unter folgendem Motto stand. Sommer, Sonne, Urbexen und mehr, mehr und natürlich Strand. Genau so ist es. Deshalb ist unser heutiges Video eine bunte Mischung aus allem. An dieser Stelle möchte ich mich für den wirklich inflationären Gebrauch des Wortes geil entschuldigen. Aber ich habe eine Idee. Mach doch einfach ein Trinkspiel daraus. Und für jedes geil gibt es einen Shot. Allerdings sind wir nicht schuld daran, wenn das übel endet. Und jetzt wünschen wir euch ganz viel Spaß mit unserem Video. Dear passengers, good morning and welcome to your flight with Eurowings to Vienna. Mädels, wo geht's denn heute hin? Nach Zypern, aber zuerst nach Wien. Da will niemand hin. Eigentlich hätte alles ganz einfach sein sollen. Aber ein kurzfristig angekündigter Streik des Austrian Airlines Personals hatte unsere Reisepläne 2 Tage vor unserem Abflug mächtig durcheinandergebracht. Nach endlosen Wartezeiten in irgendwelchen Telefonhotlines, sinnlosen Unterhaltungen mit Chatbots und vielleicht auch mit ein wenig Glück bzw. Beharrlichkeit schafften wir es schließlich, auf den letzten Flieger vor Streikbeginn umzubuchen. Auch wenn das frühes Aufstehen und einen 6-stündigen Zwischenstopp in Wien bedeutete. Die wichtigste Nachricht für uns lautete: Wir sind unterwegs. Eileen, du als bekennender Falco-Fan, jetzt wo du in Wien bist, was fällt denn dir da ein? Wien, oh Wien, du kennst mich, ab kennst mich da, du kennst mich. Das sind deine Frauen. Textsicherheit. Du lachst, 6 Stunden wegen Streiks gewartet. Wo geht's jetzt hin? Nach Larnaca endlich. Absolut richtig. Und wie man sieht, schon wieder verspätet. Irgendwie gelingt es einem dann doch immer wieder, auch lange Wartezeiten zu überbrücken. Und so waren wir endlich an Bord unseres Fliegers. Auf dem Weg ins östliche Mittelmeer. Auf dem Weg nach Zypern. So Leute, unser Apartment für die Nacht seht ihr da auftauchen. Genau, das ist es. Nennt sich 360 Grad Panoramic View. Und was das ist, was das kann, das werden wir euch gleich zeigen. Denn jetzt geht es erst einmal in die Tiefgarage. Okay. Und eine fette Palme da oben. So, open the door. Okay. Yo. Geil. Und wir haben Parkplatz Nummer 52. So, that's it. So, ich würde sagen, wir fahren mal Aufzug in unser Apartment auf dem 15. Stock. Wir können nachher auch im 10. Stock einfach den Pool benutzen und Gym und die Sauna. Und jetzt schauen wir mal, was uns hier erwartet. 15. Stockwerk, Nicosia, Apartment 1503. Ich kann es kaum erwarten. So, ich habe mich schon reingeschlichen. Ich mache hier nur einen ersten kurzen Schwenk. Roomtour gibt es gleich. Aber Leute, schaut euch mal diesen Blick an. Ich flippe aus. Ich hole mal die Mädels rein. Hier. Oh. Oh, ja. Leute,
Gänsehaut, aber sowas von. Und? Nasenhöhe, aber geil. Also wow, das ist glaube ich der geilste Hotelausblick, den ich jemals hatte. Ja. Aber hallo. So, das war der erste Eindruck, jetzt geht's mal hier weiter. Wir haben hier Schlafzimmer 1. Das nenne ich mal ein Bett, ehrlich gesagt. Geiler Spiegel. Auch hier geht's raus auf die Terrasse. Was haben wir hier? Badezimmer. Gibt es hier irgendwo Licht? Mit Sicherheit. Brauchen wir jetzt gerade nicht. Mit einer natürlich Regenwaldbrause. Dann haben wir hier Schlafzimmer Nummer 2. Da stehen die Mädels schon. Und wie ist es hier so? Oh mein Gott. Ja, kommt mal mit. In Schlafzimmer Nummer 3. Hat auch ein eigenes Bad. Das nehmen wir. So, und jetzt stelle ich mal wieder dahin. Hier. So, Eileen, was glaubst du, was kostet die Bude die Nacht? Also, du meintest, das ist nicht allzu teuer. Ich glaube aber so um die 175. Okay, Dani, was glaubst du, das kostet? Ich glaube, also 100 mindestens. Ja, ihr seid gar nicht so schlecht, Leute. Diese Bude kostet 135 und ich finde, das ist sie wert. Mit Pool, Sauna? Mit Pool, mit Sauna, mit Panoramablick. Apropos Panoramablick. Oh mein Gott. Wir gucken ja schon nochmal raus, gell? Scheiße. Ich glaube, wir haben hier einen echten Glücksgriff getan. Die Dani gibt euch nochmal schnell eine Tour durch die Küche. Ich mag das übrigens, wenn hier so in der Mitte so eine Insel ist, gell? So, Dani, was haben wir denn so in der Küche? Alles. Also mal davon abgesehen, dass ich da nicht hoch kann. Aber... Spring doch mal. Oh, aber geil, ja. Guck mal. Das ist ja echt krass. Und? Eine süße Kaffeemaschine. Gibt Wasser für uns. Wie wir festgestellt haben, hier ist der Kühlschrank auch einigermaßen bestückt. Weiß nicht, ob das Leftovers sind. Hier sind Bananen drin. Aber Spitzenklasse. Also wir machen es jetzt mal bequem und den Poolbereich und so weiter zeige ich euch später noch. 360 Grad Luxury Apartment in Nicosia. Und wir genießen nochmal den Ausblick in die andere Richtung, weil den hatten wir auch noch nicht. Das sind hier wirklich 360 Grad. Ich flippe aus. So, wir haben uns jetzt so ein bisschen beruhigt. Eine Sache möchte ich euch noch zeigen und zwar da hinten sieht man wahrscheinlich, das ist, glaube ich, die größte Flagge der Welt. Eine türkische und das bedeutet, dass da hinten, da beginnt der nordzypriotische Teil, den wir natürlich auch noch besuchen werden. Aber jetzt heißt es erstmal ankommen, runterkommen und ein leckeres Getränk zu uns nehmen. Also ein echter Traum. Haben wir uns aber auch verdient, würde ich sagen. Und in diesem Sinne, wie wir immer sagen, kein Tschaußen, sondern zum Wohl, Leute. Jamas. Pepsi Max auf die 1. Wir sind jetzt auf Level 10. Ihr seht da hinten schon die Dani. Und ihr seht noch was anderes. Und das beides zusammen, die Dani und dieser Pool. Ach Gott, also mir fehlen wirklich die Worte für dieses Setting. Aber Dani, wie ist so die Wassertemperatur? Kalt. Kalt. Aber ist nicht schlimm. Ja, ich habe gedacht, es ist warm. Es ist ja eisig. Quatsch. Aber... Ich glaube, wenn hier nachher die Sonne untergeht und man diesen Ausblick hat, dann erträgt man auch das eiskalte Wasser. Ich muss euch einfach nochmal diesen Poolbereich zeigen, aber wir kommen hier nachher mit Sicherheit zurück nochmal, wenn es dunkel wird, was auf Zypern sehr schnell der Fall ist. Also hier laufen wir an diesem, ich nenne es jetzt einfach mal Infinity Pool vorbei. Wirklich schade, dass der minus 20 Grad hat. Und wir gucken jetzt mal weiter, was es noch so alles gibt. Zum Beispiel gibt es noch diese Türe. Und die führt uns, das ist auch so eine Art Lounge, die hier außen wirklich wunderschön bewachsen ist mit Palmen und was immer das auch für Pflanzen sind.
Sieht aus, als wäre das eine Bar da hinten. Ist auch niemand da. Vielleicht ist es Selbstbedienung. Nochmal der Blick zurück. Ich sehe schon, ich sehe uns auch hier Abend, heute Abend sitzen. Ich frage mich, wo wollen wir heute Abend noch überall sein? Und einen Teil habe ich noch vergessen, euch zu zeigen. Der, die, das, den Gym. Wie immer da im Deutschen auch der Artikel ist. Ja, würde mir mit Sicherheit auch nicht schaden, aber nee, muss nicht sein. Das übrigens alles, wie glaube ich schon erwähnt, auf Ebene 10, Busmannaufzug. Wir fahren jetzt mal hier. Beep. Mal nochmal in die Tiefgarage zurück. Wir sind heute in der Nicosia Mall unterwegs, um ein bisschen einzukaufen und zu schauen, was es hier so in Zypern alles gibt. Ich befürchte allerdings, das wird ein Einkaufszentrum wie viele andere. Also als Kind der 70er und Arcade-Fan muss ich natürlich in Players reingehen. Und das ist eine Arcade, wie sie heute im Jahr 2024 aussieht. Überall wie früher blinkt es, es leuchtet, nur alles halt auf modern. Und was man heute gewinnen kann, sind eben Tickets, mit denen dann man dann später quasi sich Preise abholen kann. Und ich nehme euch jetzt einfach mal mit auf diese Tour. Schaut euch mal den an, der hat ganz viele Tickets gewonnen. Und der geht hier an die Price Station und kann sich dann eben hier irgendwas aussuchen. Pac-Man und Co. Dani, Aileen, wie findet ihr es hier? Geil. Laut ist es. Ja. Schaut euch mal diesen riesen Pac-Man an. Sailor VR Quest. Dann haben wir Spiele, von denen ich noch nie gehört habe. Ich habe die gerade gesehen, die Jungs, die es gespielt haben und haben hier nur so gemacht. Aber das ist natürlich eine Grafik, wie sie ja, früher wahrscheinlich niemals denkbar gewesen wäre. Wir schauen uns einfach mal ein bisschen weiter nach oben. Dani sagt, da hinten ist ein Karussell. Hier ist Mario. Und ich weiß nicht, was man da hinten machen kann. Schaut mal, das sieht aus wie so ein... Das heißt Hologate. Okay, da muss ich natürlich mal hinschauen zum Hologate. So, wir sind jetzt hier am Hologate angekommen und schau dir das mal an. Die Mädels, ich glaube, die haben, glaube ich, keine Ahnung, was sie machen müssen. Jetzt kommt der Instructor, instruiert sie nochmal. Nee. Also Hologate. Bin ich mir nicht sicher, ob das ein Spiel ist, das man spielen möchte. Auch wenn es natürlich cool aussieht. Und nur 4 Euro kostet. 4 Euro pro Person. Los jetzt. Spielt mal. Ganz hinten im Eck versteckt sich ein Boxautomat, aber das ist uninteressant. Viel interessanter ist Outrun 2 in diesen geilen, echten, was waren das nochmal? Ferraris, glaube ich, gell? Und die wollte ich ja schon immer haben, aber das ist so schweineteuer. Viele, viele, viele tausend Euro kosten diese Geräte. Ich glaube, es ist sogar ein fünfstelliger Betrag und das kann man sich natürlich nicht leisten. Abgesehen davon, dass man natürlich auch den Platz braucht, um diese Kisten aufzustellen. Aber geil. Gerade habe ich ja noch gesagt, der Boxautomat interessiert niemanden, aber Aileen interessiert der Boxautomat. Und hier ist Aileen, Mike, Iron Tyson, los! Och, wie süß! Das war richtig, oh Gott! 186, 87 ist der Score. Ja, komm, da geht noch mehr. Ich glaube, du darfst noch mal hier drücken auf Players oder irgendwie sowas. Nee, oder wir machen mal Start. Die Dani jetzt mal, auf geht's, Dani! Hiya!
Strong Girl 268. Jetzt muss ich natürlich auch mal machen. Jetzt muss Uli noch. Kaputt. Aber ich habe gewonnen. Ich habe keine Ahnung, was das hier ist, aber das besteht wohl offensichtlich daraus, dass man einfach blind auf irgendwelche Knöpfe haut und dann bewegt sich was rein und raus. Aber die Mädels scheinen Spaß zu haben und es kommen jede Menge Tokens raus. Schau dir das an. So, wir sind fertig mit der Arcade. Überall blinkt es, überall sind laute Geräusche zu hören. Dani, du so? Hier würde ich nicht arbeiten wollen. Never. Ja, ich auch nicht. Deswegen, also wir gehen jetzt wieder raus und sind fertig mit Players. So, die Nicosia Mall scheint ja so ein Hotspot zu sein für Leute, die zum Flughafen wollen. Und da hinten ist das Ding. Unser Traumziel. Vielleicht auch ein Albtraumziel. Wir kommen jetzt gerade nach unserem Besuch der Nicosia Mall nach Hause und stellen fest, dass unser Zuhause tatsächlich auch beleuchtet ist. Und jetzt geht es hoch in den 15. Stock. Panorama genießen. Bevor wir uns auf den Weg zum Einkaufszentrum machten, hatte ich wohlwissend zwei Kameras in unserem Apartment aufgestellt. Denn eine Sache wollte ich nicht verpassen. Wie die Nacht über der Hauptstadt Zyperns hereinbricht. Und das ist wahrlich atemberaubend. Jetzt gerade in diesem geilen Zeitraffer gesehen, wie die Sonne über Nicosia untergegangen ist. Aber jetzt hier nochmal dieses Panorama bei Nacht. Zieht euch das rein. Ich wollte euch noch ganz kurz was zeigen, auf was aufmerksam machen. Es erscheint jetzt hier gleich am Horizont. Muss mal hier ranzoomen. Und zwar ist das die größte Flagge der Welt, eingetragen im Guinness-Buch der Weltrekorde, angebracht von den Türken. Und ja, man muss schon sagen, das ist eine pure Provokation den echten Zyprioten gegenüber, weil die den ganzen Tag auf dieses riesige Ding schauen müssen. Tagsüber ist es natürlich angemalt. Und es verschwindet immer wieder. Und dann kommt's auch wieder. Und im Endeffekt ist es nichts anderes als ein riesiger Stinkefinger, den die Türken den Griechen hier zeigen. Da ist er wieder. Achtung. Nochmal ranzoomen. Und so erscheint die Tag ein, Tag aus, jeden Abend aufs Neue. Natürlich wollten wir es uns nicht nehmen lassen, auch den Sonnenaufgang zu erleben. Und jetzt waren wir bereit für unseren ersten verlorenen Ort auf Zypern. Wir hatten schon lange keinen verlassenen Freizeitpark mehr im Programm, aber jetzt ist es Zeit für den Lucky Star Park. Und den Namen kann ich auch ohne Probleme sagen, denn das ist einer der bekanntesten Lost Places Zypern. Den findet man sofort. Δράση, διασκέδαση, παιχνίδι. Ζήστε σε ένα κόσμο γεμάτο δράση, διασκέδαση και παιχνίδι. Σε ένα κόσμο ιδανικό για πάρτι γενεθλίων που ενθουσιάζει μικρούς και μεγάλους. Lucky Star Park. Ζήστε διαφορετικά. Von der fröhlichen Welt aus dem Werbefilm ist ein brachliegendes Stück Land übrig geblieben, auf dem bunte Stahlgerippe an eine Zeit erinnern, als hier noch glückliche Kinderstimmen zu hören waren. Der Freizeitpark war zur Jahrtausendwende als Familienbetrieb gegründet worden. Sein Konzept bestand darin, dass sich die Eltern entspannen konnten, während geschultes Personal die Kinder beaufsichtigte. Zahlreiche Attraktionen wie Autoscooter, Achterbahnen und eine Kartbahn
machten den Lucky Star Park zum größten Freizeitpark der Insel. Bezahlt wurden die Fahrgeschäfte mit einer eigenen Währung, dem Lucky Star Park Token. Seine Öffnungszeiten waren an das heiße Klima Zyperns angepasst. Von 16 Uhr bis Mitternacht waren seine Pforten geöffnet. Anfang 2020 sollte der Park um ein 1,8 Hektar großes Grundstück mit zahlreichen neuen Attraktionen erweitert werden. Doch dann kam Corona. Bis heute ging der Park nach den auch hier eingeleiteten Schutzmaßnahmen und dem damit verbundenen Einbruch des Tourismus auf Zypern nicht wieder in Betrieb. Die Internetseite des Parks wurde mittlerweile offline genommen. Laut einem Post auf seiner Facebook-Seite ist dieser wegen Renovierungsarbeiten geschlossen. Vor Ort ist davon allerdings kaum etwas zu sehen. Glaubt man Berichten aus dem Internet, soll es wohl bald wieder losgehen. Doch daran zweifle ich stark, denn es bedarf einer Unsumme an Geld, um die alten Fahrgeschäfte wieder in Betrieb zu nehmen bzw. die neuen überhaupt fertig zu bauen. Wir wollen uns jetzt unser eigenes Bild davon machen. Zugang war easy peasy, einfach über den Zaun hüpfen. Und dann werden wir hier von einem Palmenparadies empfangen. Einfach wunderschön. Und rechter Hand taucht die erste Attraktion auf. Eine Achterbahn. Dann fangen wir doch mal an mit eben besagter Achterbahn. Wobei, also okay, eine Kinderattraktion, sagen wir mal so. Das sieht man auch an der Bahn selbst, an diesem Zug. Aber ich finde es halt einfach geil, dass das alles noch da ist. Und vor allem in diesem Zustand. Was hier an diesen Waggons so krass ist, ich denke, man sieht es auf der Aufnahme ganz gut, ist, wie die eingesponnen sind. Seit Jahren ist hier kein Passagier mehr gefahren. Und weil ich das soeben gesagt habe, begrüßen wir unseren ersten Passagier seit Ewigkeiten. Und ab geht die wilde Fahrt. Tschu! Hier sind diese berühmten Ketten, die dann die Waggons immer nach oben ziehen. Dann macht es immer dieses klack, 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 bevor man dann den höchsten Punkt erreicht hat und dann hinabstürzt. Ich glaube, da gehe ich mal schnell hoch. Also das sollte safe sein. Wie ihr seht, Urbex-Sandalen sind natürlich auch wieder am Start. Und jetzt wird es dann gleich ein bisschen schwieriger, weil hier liegt jetzt kein Blech mehr. Da muss man einfach drauf sich verlassen, dass das hält, was ich auch tue. Und dann habe ich mehr oder weniger den höchsten Punkt erreicht. Aber jetzt, Leute, so ganz sicher fühle ich mich nicht. Ich glaube, ich gehe wieder runter. Direkt neben der Achterbahn die nächste Attraktion, die Bumper Cars. Ich sage immer Boxautos dazu, aber andere nennen die Autoscooter. Und was ich geil finde, ist, wie dieses Schild hier aufgrund der Temperaturen und der Witterungen einfach schon kaputt geht. Ich möchte jetzt nicht drüber fahren, um das zu zerstören, aber das ist schon wirklich geil. Natural Decay. Hier an der Seite des Schild, das ist noch gar nicht kaputt, noch gar nicht verwittert. Und da sieht man die berühmten Autoscooter. Ich bin jetzt mal hier in diesen Verkaufsstand oder in den Kiosk reingegangen. So ein kleines Steuerpult mit Knöpfen. Keine Ahnung, was der hier steuern konnte. Ich weiß allerdings nur, das ist Notaus. Und apropos Tickets, mit zwei Lucky Star Tokens oder einem Bracelet konnte man dann hier die Autoscooter fahren. Und das ist echt klasse, dass die mehr oder weniger alle noch da sind.
Und dass die Freunde hier schon sehr, sehr lange stehen, sieht man natürlich auch an den Spinnweben, die sich hier, ich sag immer gerne, eingenistet haben. Jetzt wollen wir natürlich mal testen, ob die Kisten noch funktionieren. Eileen, rein in das Ding. Absolut. Anschnallen nicht vergessen. Du bist noch keine 18. Gut, man muss sich auch immer anschnallen. Sehr gut. Und ich würde sagen, start the engine. Strom geht leider keiner mehr, deswegen muss die Dani ein bisschen Power geben. Auf geht's, aber voll. Fest, 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 fest. Geil. Und Eileen? Das war geil. Möchtest du noch eine Runde fahren? Ja. Man merkt, dass das Ding schon ganz schön lange leer steht. So, geht's weiter zur nächsten Attraktion, würde ich sagen. Und da seht ihr schon die nächste Attraktion, der Safari Train. Und der kostet nur einen Token pro Person. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde das einfach nur spitze. Ja, und das ist der ganze Zug hier vorne mit der Lok. Die zeige ich euch gleich nochmal von vorne. Und da ist man dann auf die Strecke gekommen und ist so eine kleine Runde gefahren. Auch das eine absolute Kinderattraktion. Wie man sieht, ist da die Natur inzwischen zurückgekommen und hat diesen Zug mehr oder weniger mit ihren Zweigen festgehalten. Und ab geht die Fahrt. Wir tun mal so, als wären wir die Lok. Kommt mal mit, wir fahren mal eine Runde. Und schon sind wir wieder da. Neben diesen Safari-Autos steht noch so ein kleines Fahrgeschäft für Kinder. Das ist doch auch wirklich putzig. Wie aus dem Märchenland. Ich muss an dieser Stelle mal kurz erwähnen, dass die Dani ja inzwischen schon multiple Male ausgeflippt ist wegen der Palmen hier. Aber sind wir mal ehrlich. Das ist doch auch genial. Es war ja so klar, dass sie Dani ein Bild von der Palme machen muss. Dani? Können wir die ausbuddeln? Nein. Wir müssen die retten, Uli. Die bleibt da. Hinter dem Safari-Train versteckt sich ein weiteres Fahrgeschäft. Man sieht es jetzt da im Hintergrund. Der Elevator. Das war wohl mal ein Freefall-Tower. Ich bin jetzt mal zu diesem Elevator-Ding hintergelaufen, also da geht's ja schon hoch hinaus und ich würde sehr gerne fahren, aber wie man sieht, die Sitze fehlen leider. Verdammt, hätte man bestimmt eine geile Sicht gehabt von da oben.
Also ich finde es ja immer spannend, wenn man hinter die Kulissen schauen kann, was einem ja normalerweise nicht gelingt. Wir sind jetzt quasi hinter dem Elevator. Und da können wir jetzt mal auf die Technik schauen. Und da sind die Leute hochgezogen worden und dann ging sie ab. Die wilde Fahrt. Haben wir schon gedacht, hier kommt jemand, aber also es sind Leute da, aber Familie mit Kindern. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Kasten ist. Man konnte hier also auch Kohle reinwerfen, dann gab es so drei Programme. Ich könnte mir vorstellen, fällt mir jetzt gerade ein, dass hier innen so ein Projektor war und dass dann hier irgendwas gezeigt wurde. Vielleicht kann man da mal reinschauen. Behind the scenes quasi. Okay, da ist nichts drin. Da drüben ist aber der Einwurfschlitz. Dann haben wir hier einen Lautsprecher. Ja, könnte schon sein, dass da irgendwas lief. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat aber jemand eine Idee. Eine weitere Attraktion, die man auch so aus anderen Freizeitparks kennt. Ich glaube, das heißt Tanzende Tassen, das Ding. Und wir waren ja schon hier im Märchenland. Und ein weiterer Märchenride ist dieser hier. Mit Fantasieautos. Einer tollen Prinzessinnenkutsche und da hinten Pferden. Schauen wir jetzt mal noch mal ein bisschen genauer hin. Wie sich das gehört, nehmen wir natürlich den offiziellen Eingang. Machen Lärm und schau dich mal diese Pferdchen an. Spieglein, Spieglein an der Wand. Naja. Als nächstes die Bumper Boats. Das sagt mir gar nichts. Ja, war wohl so ein bisschen wie die Boxautos, bloß dass man da eben mit Booten rumgefahren ist. Aber die sind inzwischen leider gestrandet, denn Wasser ist nicht mehr viel drin. Wir sind jetzt am ehemaligen Haupteingang angekommen. Da hinten das Schild, das wir vorhin schon von außen gesehen haben. Und hier gleich das Kassenhäuschen. Ich könnte mir vorstellen, dass hier in diesem Bereich dann so Restaurants waren. Oder vielleicht so eine Art Arcadehalle. Denn hier steht ein Daytona Racing USA Twin Videospielsimulator. Das ist ja auch genau mein Ding. Ich bin da jetzt gerade mal reingegangen in das, was ich als möglichen Restaurantbereich bezeichnet habe. Abgesehen davon, dass es leer ist, fällt einem hier auf, dass hier wohl mal angefangen wurde zu renovieren. Hier sind Teile, die wahrscheinlich an der Decke waren, an die Seite gestellt. Kleine Hebebühne, auch die Wände sind neu verspachtelt, aber ansonsten ging es hier dann nicht mehr weiter. Also ich könnte mir vorstellen, dass hier jemand versucht hat, das Ding mal wieder zu beleben. Aber das war es dann auch. Gescheitert.
Wir machen gerade mal Mittagspause. Es ist sehr heiß draußen, aber keine Beschwerden. Dani will es heiß, aber gerade hat sie gesagt, es ist heiß. So dumm habe ich das nicht gesagt. Also ungefähr. Deswegen eine Pepsi Max auf die Hitze. Geilo. Und diese Pepsi Max ist natürlich überragend. Sicherlich sind euch jetzt schon mehrfach diese grünen Schienen im Hintergrund aufgefallen und ich denke, ihr wisst, was das ist, denn es war eine Bahn, mit der man in luftiger Höhe um den Park rumfahren konnte. Und da gehen wir jetzt mal hin. Das Ding nennt sich, und das kennt man von anderen Parks auch, Monorail, und es kostete nur einen Token, um zu fahren. Dann gehen wir doch jetzt mal hier über diese Metallstufen zur Monorail hoch. Und hier tauchen schon die ersten beiden Kabinen auf. Muss ich jetzt mal rein. Und, oh ja, Kopf angeschlagen. Ui, das wackelt aber ganz schön. Ja, und dann ging das hier los, wenn der Mann in der Kontrolle Gas gegeben hat. Süß auch, wie das hier gemacht ist mit diesem Schmetterling. Ich kann mir vorstellen, wenn es nachts geleuchtet hat, das war wirklich wunderschön. Und dann hing man hier an dieser Monorail und saß in einer dieser Gondeln und fuhr um den Park herum. Und von hier oben hat man natürlich einen absolut überragenden Blick auf den ganzen Park. Haben wir den Großteil schon gesehen, aber die Erwachsenenattraktionen, Achterbahnen und, die verstecken sich da hinten noch. Und da gehen wir natürlich auch noch hin. Dann wird es Zeit, jetzt mal zu den Erwachsenenattraktionen zu gehen. Genug Kinderkram. Denn auf uns warten da hinten die Achterbahnen. Drei Attraktionen hier hinten. Dani sagt, eine Kotzschaukel. Das ist das Ding, das nach oben geht und sich so nach vorne kippt dann. Und hier haben wir nochmal eine kleine Achterbahn, von der wir gerade versucht haben, den Namen zu lesen. Ja, und nach genauer Analyse der Buchstaben sind wir drauf gekommen, dass das Blizzard heißt, was natürlich ein heftiger Schneesturm ist. Nicht zu verwechseln mit dem heftigen Windsturm, den wir hier gerade haben. Schauen wir doch mal, was dieser heftige Schneesturm konnte. Die Wagen sehen auf jeden Fall schon mal deutlich schnittiger aus als die Raupenbahn von vorhin. Wobei ich sagen muss, dass diese Bahn an sich, naja, auch nicht wirklich spektakulär ist. Also, ich würde mal sagen, an die Silver Star im Europa-Park kommt das Ding nicht ganz ran.
Also natürlich bin ich schon irgendwie gereizt, da hochzugehen. Aber das ist mir dann doch zu wackelig. Und ohne Geländer lassen wir das lieber. Das muss genügen. Es ist ein ganz kleiner Trampelpfad zu erkennen. Und dann stehen wir direkt vor diesem Kippding. Wie heißt denn das auf richtigen Freizeitparks? Manchmal reicht es einfach vorne drauf zu schauen und dann steht hier zumindest Crazy Flip. Ich bin mir sicher, dass ein Großteil der Zuschauer das kennt oder schon mal gefahren ist. Und ja, es ist schon ein wirklich wilder Ride, muss man sagen. Ich mag die. Ich mag Dinge, die sich nicht nur im Kreis drehen, sondern einfach verrückt sind. Und was ich auch immer stark finde auf so Jahrmärkten, bei uns nennt man das ja Messen, diese 90er-Jahre-Kunst, wie man sie eigentlich heutzutage wahrscheinlich überhaupt nicht mehr produzieren würde. Die ganze geniale Beleuchtung mit hunderten von Lichtern, die hier mal angebracht war, liegt auf dem Boden. Ach Mann, es ist echt schade. Was mich bei sowas natürlich immer fasziniert und wo ich mich immer frage, wie kann sowas überhaupt halten, sind die Kräfte, die auf diese Gelenke wirken. Das wirkt. Und diese Konstruktion, die in alle möglichen Richtungen geschleudert wird, also dass das nicht einfach abbricht, finde ich persönlich immer absolut faszinierend. Aber natürlich sind das auch riesige Bolzen, fette Schrauben, die das zusammenhalten. Und damit geht es weiter zur letzten Attraktion hier hinten. Das, was die Dani als Kotzschaukel bezeichnet hat. Und Dani, wie gefällt es dir hier eigentlich so? Voll cool. Warum? Weil ich nichts fahren muss, mir wird immer schlecht. Und das hast du ja die Kotzschaukel genannt, gell? Ja. Das geht ja immer Furchtbar. Wenn du da oben bist und weißt, jetzt macht's gleich wieder und dann in den Bauch, Ich meine, wenn man das aus der Perspektive sieht, dann geht das schon ganz schön hoch, gell? Okay, ich muss da natürlich jetzt mal irgendwie hoch. So. Ich glaube, ich gehe da jetzt mal bis ganz zum Ende. Ich glaube, so ist man da früher nicht eingestiegen, Uli. Jo, ich bin jetzt mal bis zum Ende geklettert, beziehungsweise bis zum Ende der Waggons. Und ich bin mir aber sicher, dass es Leute gibt, die bis ganz nach oben klettern. Aber nein, ich bin ja nicht verrückt. Wirklich schade irgendwie, dass der Park geschlossen wurde. Doch einige coole Attraktionen, wie ich finde, natürlich nicht mehr State of the Art. Aber apropos einige coole Attraktionen, das Ding da hinten, das fehlt uns noch. Auf dem Weg zur letzten Attraktion sind wir noch an diesen, nennen Sie es einfach mal, Drehdingern vorbeigelaufen. Ich glaube, das ist noch nicht ganz fertig gewesen, denn hier ist so ein Fundament mit einem Metallgerüst und ich könnte mir vorstellen, dass die hier später darauf sich hätten drehen sollen. Nochmal ein kurzer Blick zurück und wir hatten ja gerade rechts jetzt diese Drehdinger mit dem unfertigen, ich nenne es mal Fundament. Auch hier ist ein Fundament gegossen worden, liegen schon Leitungen drin, ist aber auch nie fertig geworden. Ja, und jetzt abschließend aber wirklich dieses Ding da am Horizont. Und doch noch ein kurzes PS, also hier liegen überall schon so Metallteile und Kapseln rum. Ich könnte mir vorstellen, dass die für dieses Fundament, das wir gerade gesehen haben, bestimmt waren. Inmitten der wunderschönen gelben Blumen ist das, was ich jetzt gerade eben gesagt habe. Überall liegen so Metallteile, schon halb zugewachsen. Aber jetzt unsere volle Aufmerksamkeit nochmal auf das Ding hier. Musik.
hergestellt in Italien. Und ich habe das jetzt noch nicht gesehen. Von der Art her ist es aber im Prinzip wie hinten dieses Ding, das nach vorne kippt. Bloß das geht hier nach oben und dann wahrscheinlich wieder rüber oder runter. Und zwar parallel mit einem auf der anderen Seite. Schauen wir mal schnell, wie hoch das geht. Ja, das sieht auch nicht ohne aus. Und falls mal jemand nachlesen möchte, schaut doch mal unter sartorirides.com. Also nochmal zwei Fahrgeschäfte, die in unterschiedliche Richtungen zeigen. Und ich glaube eben, dass die hier so nach oben gingen und dann wieder runter und wahrscheinlich sich so drehten. Also so irgendwie ist meine Theorie. Und auch vier, ganz viel Hydraulik am Start. Ich finde es immer geil, wenn es immer so macht bei so Fahrgeschäften. So, Abschluss vor einer Palme. Jetzt habe ich wenigstens Haare auf dem Kopf. Dani, was war dein Lieblingsride hier? Das Kinderkarussell. Ich wusste es, weil es wahrscheinlich diese Prinzessinnenkabine hatte. Und Kutsche. Ja, Eileen, was war dein Lieblingsride? Ich glaube, bei mir war es diese Achterbahn mit der Raupe. Sozusagen. Ja, die fand ich am geilsten. Die war geil. Und ich glaube, mir gefiel natürlich der Videospielautomat am besten. Aber insgesamt ist es cool, dass wir mal wieder einen Freizeitpark im Programm hatten. Mal schauen, was Zypern noch so zu bieten hat. Wir sind dann weg und sagen in diesem Sinne Tschaußen! Kap Greco, Zypern. Und hier gibt es nur ein Getränk, das perfekt dazu passt. Blue Lagoon. Kann ich noch nicht. Neues Produkt. Schauen wir mal, ob das was kann. Hört sich schon mal geil an. Und jetzt gönn dir. Taste Test Blue Lagoon. Ich erwarte nicht viel. Es sieht ein bisschen aus wie Spülmittel. Und tatsächlich schmeckt es auch ein bisschen wie Spülmittel. Aber ich muss sagen, diese durchsichtige Dose bin ich natürlich wieder voll drauf reingefallen. Oh mein Gott, ich bin auch lost. Es ist der Abend vor Danis Geburtstag. Ihr größter Wunsch war es gewesen, diesen am Meer zu verbringen. Und das konnte und wollte ich hier einfach nicht ausschlagen. Ich hatte mir im Vorfeld wirklich Mühe gegeben, eine dazu passende Ferienwohnung zu finden. Und sind wir mal ehrlich, viel mehr Meer geht eigentlich nicht. Den Abend vor Danis großem Tag verbrachten wir mit einem Spaziergang an der idyllischen, naturbelassenen Strandpromenade. Und wie während unserer kompletten Reise hatte der Wettergott es auch heute gut mit uns gemeint. Die ersten paar Tage auf Zypern waren einfach traumhaft. Wir sind gespannt, was noch alles vor uns liegt. Doch das ist eine andere Geschichte. Und soll ein anderes Mal erzählt werden. Das war der erste Teil unseres Reisetagebuchs Zypern. Wie ihr gesehen habt, eine bunte Mischung aus Sommer, Sonne, Urbex und Meer. Natürlich würden wir uns freuen, wenn wir euch damit gut unterhalten konnten. Und genauso schön wäre es, wenn ihr auch beim nächsten Teil wieder einschaltet, wenn das Abenteuer weitergeht.